Hallo und herzlich willkommen zu Pioneers of Pagonia. Und ihr habt es vielleicht an der Musik schon mitbekommen. Es ist nach wie vor heftig hier auf unserer neuen Insel. Das wird alles nicht so einfach werden hier. Beziehungsweise, das heißt einfach werden. Es ist schon nicht einfach. Und die Banditen setzen uns ganz schön zu. Da hatten wir hier schon die ein oder andere kleine Begebenheit. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge oder gegen Ende der letzten Folge haben wir da hier schon entsprechende Kloppereien gehabt mit den netten Leutchen. So, Stärkungsmahlzeiten. Die müssten aber kommen. Ich habe ja da durchaus eine Taverne rum existieren, die sich um solche Sachen kümmert. So. Wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Habe ich hier noch Leute oder sind die schon wieder alle tot? Die Wachleute sind schon wieder alle Geschichte. Hier die Soldaten, da habe ich nur noch 2 von 10. Hier habe ich 0 von 10. Läuft. Hilfe! Meine Herren, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. So, Eisenabbau am Start. Die Jagdhütte ist nicht mehr am Meckern, jagt Tiere und produziert hoffentlich Leder. Dies ist ganz wichtig. Die Waffenschmiede wird gerade fertiggestellt oder ja, es ist auf dem Weg. Da hatte ich schon gesagt, hier bitte schön 20 Eisen Schwerter. Ich setze das mal auf 30. Was soll der Geiz? Ja, dann würde ich auch hier sagen, jeweils 20. Das wird natürlich alles noch ein bisschen heftig, weil, ne, wir haben ja gesehen, die entsprechenden Produktionszeiten sind nicht gerade kurz. So, ich brauche hier wieder Leute. Ich bin mal wieder auf 20 erstmal. Das ist die Frage. Wie viel Bronze-Waffen habe ich? Habe ich da überhaupt welche? Ein. Das ist nicht cool. Die Waffenschmiede hier macht im Augenblick nichts. Das ist noch weniger cool. Und du machst da mal so 30 Stück. Und Holzwerkstatt hat nichts zu tun. Das kann gar nicht sein. Was hatte ich hier produziert? Das sieht man jetzt nicht mehr. Was mit der anderen Holzwerkstatt auch nichts zu tun. Die hat produziert Fackeln. Dann sollte die produzieren. Ich gehe mal auf Holzschilder. Sicher ist sicher. Und du machst dann mal hier die Holzsperre. Ja, glaube erstmal dabei. Die Mannschaft entsprechend auswechseln kann man immer noch. Muss erstmal mit dem arbeiten, was ich hier habe, oder ist nicht allzu viel. Okay, Waffenschmiede ist dabei. Wie sieht es hier aus? Ich habe kein Zement mehr. Willst du mich fertig machen? Die wollen mich fertig machen. Ich muss Zement herstellen können. Stein mit Steinmühle. Produziert Zement. Aber natürlich nicht so ohne weiteres. Warte, 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 warte. Es brennt an allen Ecken und Enden hier. Die bauen Stein ab. Hier ist auch schwerpunktmäßig Stein vorhanden. Kalkstein habe ich hier, glaube ich, nichts in der Nähe. Da ist Kalkstein. Da ist Kupfer. Da ist auch Kupfer. An diesen Kalkstein komme ich auch ran. Ich brauche einen Steinbruch. Oh, meine Herren. Den setze ich mal hier so hin.
Steinbruch, dann Stein mit. Auch hier keinen. So, der soll natürlich Kalkstein abbauen. Und da brauche ich aber einen Weg, sonst läuft da gar nichts. So, und wenn der entsprechende Dinge tut, dann brauche ich, wo war das jetzt? Eine Steinmühle. Die setzen wir dann direkt hier hin. So. Ja, Kalkstein, Steinmühle und let's go. So ist der Plan. Ob der aufgehen wird, keine Ahnung. So, das heißt also, ich muss erstmal auf entsprechende Rüstung verzichten, aber Eisenschwerter werden gebaut. Ich könnte einen fortgeschrittenen Soldaten immerhin schon mal hier rekrutieren. Dann mache ich das auch. Der macht Folgendes, das macht er nicht mehr. Wir gehen auf Eisendanzen. Und ich sehe zu, dass ich hier entsprechend die Leute rekrutiere. Ach, die brauchen eine Kettenrüstung. Ja, dann hat sich das erstmal erledigt. Dann produziere ich trotzdem schon mal die Eisenlanzen, weil ich glaube, das habe ich. Aber ich muss dann erstmal noch hier auf die Holzproduktion zurückgreifen. Moment, Holzwerkstatt, der macht was. Cool. Alles klar. So, so soll es sein. Okay. Offene Tür. So. Wie sieht's hier aus? Da switch ich schon mal um. Achso, nee, das war verkehrt. So. Genau, die kommt später. Auch hier habe ich eh nur einen. Die noch nicht. Die nicht mehr. So. Komme ich ja zu weit mit, ne? Da habe ich noch drei. Du, wo bin ich? So. Komm mal zu weit. Einfach 100 haben wir. Okay, okay. Die noch nicht und die nicht mehr. Dann schauen wir mal, was daraus rauskommen wird. Letzten Endes, wo dabei rumkommen wird. Bevölkerung. Wirklich ein großes Wohnhaus hin.
Wohnhaus in Planung. Achso, war das jetzt dumm, das zu machen? Materialien, die ich habe. Okay. So, wie sieht's hier aus? Kommen wir langsam voran mit den Dingen, die wir noch so benötigen. Mehr oder weniger. Etwas wurde gestohlen. Wahrscheinlich Eisen. Diebe greifen an. Es greift alles an. Vor allem hier mit den Jägern. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das Diebeslager ist auch nach wie vor ein Problem. Genug Probleme im Augenblick. Leider Gottes. Da habe ich gesagt, patrouillieren. Da patrouillieren auch welche, die drei Leutchen da. Ich muss die mal hier so patrouillieren, ein bisschen näher an unseren eigentlichen Ort. Da hat es gerade einen Banditen zerlegt, das ist cool. Und so. Ja, Rekrutierung läuft. Aber. So ein Bandit durchgesetzt, leider Gottes. Überlege gerade, ob da vielleicht doch noch eine gute Idee wäre, ihn weiterhin hier Bronzeschwerter produzieren zu lassen und dass ich vielleicht einen Teil der Soldaten durch diese einfachen Soldaten Tiere, aber ich befürchte, ich verliere zu viele Leute halt, ne, weil die können sich einfach nicht durchsetzen gegen die Banditen. Aber, na, man hat es ja selber gesehen, die sind dann mehr so Kanonenfutter. Und die Banditen machen denen echt das Leben schwer und so. Von daher bleibe ich erstmal bei dieser Einstellung, die ich da getroffen habe. Keine Eisenbarren, aber er hat immer noch Kupfer. Kohle ist da. Wie viel Eisen ist da auf Tasche? Okay. Wo habe ich denn? Da ist die Schmelzhütte. Okay. Hier noch eine Eisenschmelze hin. Eine Schmelzhütte hin. Sehr cool. So. Diebe, Banditen. Machen hier echt Ärger. Und hier ist natürlich alles so. Alles dicht. Beziehungsweise. Und da fehlt noch alles. Es ist alles nicht so toll.
Ja, ihr merkt es mir an, so, ich bin so ein bisschen geknickt. Das ist einfach so, wie es ist im Augenblick. Da können wir nichts dran ändern. Und entsprechend langsam kommen wir auch voran. Dadurch, dass mich hier ständig um diese Banditen und Diebeslager kümmern muss, beziehungsweise den Angriffen hier ausgesetzt bin, kommen meine Leute natürlich nicht so wirklich vorwärts. Wie sieht es hier mit der Jagdhütte aus? Die sind immer noch eifrig mit Jagen beschäftigt. Das ist auch ganz gut. Da jagen wieder irgendwelche Banditen meine Leute. Das ist nicht so gut. Die Schneiderei arbeitet. Okay. Ich überlege gerade, an was wird gearbeitet? Weil ich sehe hier keine großen, also keine großen Lagerbestände. Ein Diebeslager. Wie sollte es auch anders sein? Ein einsamer Soldat, das ist ja traurig. Das ist echt traurig. Proviantmacher, das ist alles wunderschön. Wohnhaus wird gerade gebaut, Waffenschmiede ist immer noch unterversorgt. So war alles. Ist aber so dafür, dass wir hier dermaßen Probleme bekommen. Halten wir bis jetzt einigermaßen durch. Das muss man halt auch mal noch mit berücksichtigen. Da kommen schon wieder irgendwelche Diebe an. Baumaterial fehlt? Nein! Es hängt an diesen Hab's geahnt. So, mach mal diese Geschichte. Hatte ich denen noch irgendwas anderes in Auftrag gegeben? Weil ich sehe hier gerade irgendwie alles auf Null. Dies ist nicht so schön. Schilder bis zum Abwinken erstmal. Was anderes brauchen wir erstmal nicht. Und der soll jetzt erstmal diese Zahnräder da produzieren. Ja, ständig was anderes hier. So Langeweile kommt hier keiner auf. So viel ist schon mal klar. So. Steinmühle. Eins von zweien. Okay. So, da ist einen gerade fertig gestellt oder so. Das kann natürlich sein. Kriege ich da irgendwie noch einen besseren Weg hin? Andere Frage, macht das Sinn, da irgendwie den Weg auszubauen? Hm. Einfach mal gemacht. Warten mal. Halt Läufer? Das sind nicht meine Leute, ne? Oder? Hm. Oh oh. Das sieht hier auch schon wieder ziemlich heftig aus. Getötet. Von Veteranbandit. Toll. Die Leute, die schon im Vorfeld getötet werden, ist natürlich auch nicht so schön. Dann kommen die erst gar nicht hier an.
So, der Steinbruch scheint fertig zu sein. Ja, der ist fertig. Nahrung ist auch schon da. 30 Sekunden mit dem Abbau beginnen. Dieses etwas. Die Zahnräder sind unterwegs. Das ist cool. Dann wird das Ding wenigstens auch noch fertiggestellt. Holzwerkstatt, wie weit bist du? Und dann ist das deine nächste Aufgabe. Okay. Wie sieht's hier aus? Aufträge sind immer noch vorhanden und werden entsprechend abgearbeitet. Die Wohnung, also das Wohnhaus ist fertig. Irgendwo noch. Kommen wir auch zum Proviantmacher. Irgendwo noch so eine Schmelzhütte. Ah, da ist er. Alles klar. Jo, Eisen wird geliefert, also Eisenerz wird geliefert, Kohle wird geliefert. Sehr schön. Und Kohle wird auch gebaut. Ach, jetzt haben wir noch Schieben. Ja, klar. Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Jetzt kommen auch noch Schieben dazu. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Das ist echt toll. Bin begeistert. So gar nicht. Wo bleiben die Einheiten? Geht alles viel zu langsam hier. Das mache ich ja und Josef. So. Da läuft die Rekrutierung. Mal so auf Verdacht. Noch 5 dazu. Wie sieht es hier mit den Dingen aus? Zahnrad ist fertig. Die Holzspeere sind in Arbeit. Abenteuergilde. Da klemmt es nach wie vor an diesen Dingen hier. Habe ich noch Jäger oder sind die schon dann wieder alle weg? Jäger, wo seid ihr? Jagdhütte, Warenlager voll. Wieso machen die kein Leder? Hasenfleisch. Ich habe jetzt zwei Arten von Leder, aber irgendwie wird von keine einzige wird irgendwie hergestellt oder wie oder was? Können die aus Hasen aus Hasenfell irgendwie kein Leder produzieren, brauchen die was größere Tiere oder sowas. Beispielsweise diese dort. Und da komme ich noch nicht ran. Mecker. Da hat es Gott sei Dank mal einen Banditen erwischt. Von einem von meinen Wachen erledigt. Sehr gut. Das ist alles sehr, sehr schleppend, alles sehr, sehr schwierig im Augenblick. Werkzeugschmiede ist in Ordnung. Die pausiert natürlich. Alles, was ich an Eisen habe, stecke ich in Waffen. Hier aus. Produktion läuft sehr, 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 sehr langsam.
Naja. Aber sie läuft, ne? Besser als nichts. So, ja, die Zeit ist auch schon wieder rum. Leider, leider, schade, schade. Zeit vergeht, aber ich komme nicht so richtig voran. Aus besagten oder bekannten Gründen. Da tauchen schon wieder Banditen auf. Es nimmt kein Ende. Und das wird natürlich auch so lange bleiben, dass das Banditenlager. Solange ich die Lager nicht attackieren kann und da fehlen mir im Augenblick die Leute für und so kommt eins zum anderen. Es ist immer noch die gleiche Story. Es ist zäh, sehr zäh, gebe ich zu. Wir haben es jetzt nicht gerade sehr einfach. Aber ich werde mit den Mitteln, die ich hier habe, versuchen, was ich irgendwie machen kann. Und schauen wir mal. So nach und nach, hoffe ich, werden sich die Wachtürme füllen mit den Leuten, die ich benötige. Ich hoffe, dass das passieren wird. Ja, dass die Banditen nicht mal alles niedermähen, was gerade an frischem Personal da ist. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Auch wenn es, ne, wie gesagt, im Augenblick so... ja, semi-spannend ist. Oder sagen wir mal, es ist sehr zäh, sich alles hier halt im Augenblick darbietet. Okay, ist halt so. Müssen wir durch. Ich drücke die Däumchen, dass es besser werden wird. Ab der nächsten Folge oder ab einer der nächsten Folgen. Bis dahin, alles, alles Gute. Genießt die Zeit.